Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Konstanten beschäftigen. Und Const als Schlüsselwort ist uns ja auch schon aus C# bekannt. Was das heißt, ist ganz einfach zum Beispiel, dass wir Variablen als konstant festlegen kann, was dann wiederum dem eigentlichen Namen der Variable natürlich widerspricht. Aber nichtsdestotrotz, ich kann eben hier beispielsweise sagen, dass ich gerne hier einen konstanten Pointer gerne, einen konstanten Wert hätte, und das heißt nichts anderes, als dass ich hier im Verlauf einer Funktion dieser Variablen keinen anderen Wert zuweisen kann. Deswegen bezeichnet man diese eben als konstant. Ja, das ist jetzt überhaupt nicht spannend und funktioniert genauso wie in C#, aber jetzt kommt eben die Bedeutung hinzu, dass wir Zeiger in C++ haben, und da gibt es eben interessante Kombinationen, wie man denn Constant mit Zeigern anwenden kann. Dann fangen wir mal an. Ich mache hier jetzt einen konstanten Zeiger auf diesen Wert 1, und wir sehen schon, dieses Constant bedeutet ganz einfach vor dem Zeiger, dass wir den Speicherbereich, der hinter, auf den dieser Zeiger zeigt, also letztendlich diese Variable hier oben, nicht verändert werden darf. Das sagt eben hier dieses const vor der Pointer-Angabe aus. Und damit haben wir letztendlich den Fall, dass wir natürlich auch eine konstante Variable, ich nenne es jetzt mal Konstante, weil eine konstante Variable ist irgendwie so ein Trugschluss oder so ein Paradox, dass wir auf diese Konstante eben hier mit diesem Pointer zeigen können. Und die sagt eben letztendlich nichts anderes aus, als dass wir den Speicherbereich hinter diesem Zeiger nicht verändern dürfen. Das sieht dann eben ganz einfach so aus, dass ich hier nicht sowas machen kann. Wir sehen hier eben, dass wir hier einen Fehler bekommen, und hier ist es dann eben so, dass wir einen konstanten, einen Zeiger haben auf einen konstanten Speicherbereich. Ja, dann gehen wir gleich weiter bei den Beispielen. Wir sehen jetzt hier eine andere Constant-Angabe, und diese Constant-Angabe hier, die sagt letztendlich nichts anderes aus, als dass wir diesen Zeiger, den wir hier erstellt haben, nicht mehr umbiegen können. Das heißt, sobald wir hier einmal diese Adresse von diesem Speicherabteil im Stack uns geholt haben, ist es nicht mehr möglich durch diese Angabe hier, dass wir den Pointer auf Value 2 umbiegen, also sozusagen auf einen anderen Speicherbereich zeigen lassen, was im Fachjargon oder sagen wir mal im Arbeitsalltag gerne als Pointer umbiegen bezeichnet wird im Deutschen. Also, was eben nicht geht, ist, dass ich hier Pointer zu Value 2 nehme und ihn dann eben auf Value 3 zeigen lasse. Was aber eben sehr wohl geht, ist, dass ich hier Pointer to Value 2 eben dereferenziere und dann sage, ja mein Gott, dann erhöhen wir das Ding halt eben. Beispielsweise so. Also wir sehen, das geht nicht. Warum? Weil das Constant jetzt nach der Typangabe steht, und deswegen ist dieses Umbiegen hier nicht möglich. Hier oben habe ich ja gesagt, wir können den Speicherbereich nicht manipulieren, auf den unser Zeiger zeigt. Das möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz anskizzieren, dass wir aber trotzdem Pointer to Value 1 eben auf etwas anderes zeigen lassen können. Also hier geht dieses Umbiegen sehr wohl.
Ja, dann gehen wir weiter zu Value 4. Wir kommen jetzt eben in den Fall, dass wir einen Constant in Stern const Pointer to Value 4 machen. So, und hier haben wir einfach die Umstände, die wir hier oben jeweils gesehen haben, kombiniert. Das heißt, bei diesem Pointer ist es weder möglich, dass wir dereferenzieren und den Wert dahinter ändern, noch ist es möglich, dass wir diesen Pointer to Value 4 tatsächlich umbiegen. Zum Beispiel auf die Adresse von Value 3. Beides nicht möglich. Warum? Weil wir einfach diese beiden Const-Möglichkeiten kombiniert haben. Und genau das ist es eben, was wir hier sehen. Es gibt noch eine andere Schreibweise, wenn wir hier eben Value 5 noch nehmen. Es gibt auch die Schreibweise, dass wir eben einen Constant, einen Int Constant Stern Pointer to Value 5 machen. Das sehen wir hier. Und dann können wir ja mal hier direkt versuchen, wie das jetzt denn eigentlich aussieht. Hier können wir ja mal auf und Value 3 gehen. Da sehen wir eben, das geht nicht. Aber wir können eben... Entschuldigung, das ist ja Blödsinn, was ich hier mache. Hier möchte ich eben jetzt, was weiß ich, plus ist gleich 2 machen, damit dann eben 7 drin steht. So, und was aber durchaus möglich ist, ist, dass ich hier eben sage, dass ich diesen Zeiger umbiege. Und wir sehen hier jetzt eben mehrere Varianten, wie man jetzt Const bei Pointern einsetzen kann. Und das ist eigentlich auch der Witz dahinter. Wir sehen eben, wenn wir das Constant vor den Stern schreiben, sei es, ist vollkommen egal, ob das jetzt vor der eigentlichen Typangabe ist oder hier eben nach der Typangabe, aber vor dem Stern, dass wir hier eben nicht die Möglichkeit haben, den Speicherbereich dahinter zu verändern, wenn wir das Constant nach dem Stern haben, darum geht es eigentlich, haben wir eben nicht die Möglichkeit, den Zeiger auf einen anderen Speicherbereich im Verlauf seines Lebenszyklus zeigen zu lassen. Und wir können eben beides kombinieren. Wir können einen Constant Pointer auf einen Constant Pointer Const machen. Und das heißt, wir haben dann bei beiden nicht die Möglichkeiten. Also dieser Zeiger zeigt auf eine ganz genau bestimmte Stelle, kann nicht umgebogen werden. Und der Wert, der hinter dieser Speicherstelle liegt, kann auch nicht von diesem Pointer geändert werden. Womit hängt das Ganze zusammen? Mit der sogenannten Const Correctness? Ich werde hierzu einfach mal eine Funktion machen, die ich hier oben hinschreibe. Ich leite jetzt einfach bloß mal Werte hindurch. Method with pointer. So, wie sieht das hier jetzt aus? Ich kann ja einfach mal diesen Pointer zurückgeben. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte diese Methode hier jetzt aufrufen, bevor ich hier noch rausgehe. Das heißt, ich möchte hier Method with Pointer aufrufen. Ich muss jetzt hier eben einen Pointer übergeben. Dann versuche ich doch einfach mal Pointer to Value 1 oder Pointer to Value 5. Ist im Prinzip genau das Gleiche. Wir sehen hier schon, wir können diese Zuweisung nicht machen. Warum? Hier wird eben ein Pointer erwartet, auf den keine Einschränkungen existieren. Das heißt, mit diesem Pointer können wir eben auf den Speicherbereich dahinter zugreifen und diesen manipulieren. Und wir können den Zeiger hier auch innerhalb dieser Methode umbiegen. Das ist alles kein Problem. Wenn wir das ändern möchten, müssten wir eben hier jetzt ein int constant pointer machen.
dann sehen wir zwar, dass dieser Aufruf jetzt hier unten gelingt, aber wir können hier eben nicht einfach dann wiederum einen normalen Pointer zurückgeben, auf den keine Constant-Einschränkung zurückgeben. Also der Punkt ist eben, die sogenannte Const-Correctness, auf die wir auch noch in einem späteren Video eingehen werden, kann ich sozusagen bestimmte Parameter, sind es meistens eben, wenn ich hier Werte via Call-by-Reference übergeben bekomme, kann ich diese teilweise mit dem Wert Constant ausstatten. Das heißt, bei Pointern müssen Sie sich eben hier zwei Fragen stellen. Möchte ich den Speicherbereich dahinter manipulieren? Dann, wenn das nicht der Fall ist, und das ist übrigens sehr häufig nicht der Fall, dann kann ich eben einen Constant vor den Stern machen. Und wenn ich eben sagen möchte, ich möchte diesen Pointer auch nicht umbiegen, dann gebe ich hier eben an, dass ich nach dem Stern ein weiteres Constant, das wäre jetzt eben die Variante, wie man es hier unten schreiben würde, in Variante 2. Und hier kriege ich dann eben einen Pointer auf einen Speicherbereich, den ich nicht manipulieren möchte und dessen Zeiger ich nicht umbiegen möchte. Und Sie müssen einfach bloß sich ganz grob merken, was das heißt und nicht vor solchen Ausdrücken in Parametern entschrecken, wenn hier jetzt eben ein konstanter Pointer auf einen konstanten Speicherbereich erwartet wird, dass Sie hier nicht erschrecken. Es ist eigentlich ein ganz simpler Mechanismus dahinter und diese Methode möchte Ihnen eigentlich bloß ausdrücken, dass mit Ihrem Pointer, den Sie hier auf einen bestimmten Speicherbereich übergeben, damit Sie Call by Reference machen können, kein Schindluder getrieben wird. Mehr steckt nicht dahinter. Also nicht erschrecken vor Constant-Ausdrücken bei Pointer. Letztendlich ist gar nicht so viel Schlimmes dahinter. Und ehrlich gesagt, ich kann mir auch selber nie wirklich merken, welche Reihenfolge jetzt hier was bedeutet. Ab und zu muss ich wirklich nachschauen, ob ich jetzt wirklich diesen Speicherbereich nicht manipulieren kann oder ob ich den Pointer nicht umbiegen darf. Aber man kann sich so ungefähr eben am Stern merken. Steht es davor? Ist der Speicherbereich dahinter sicher? Ist das Constant danach? Ist der Zeiger nicht umbiegbar? Ja, damit bin ich am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald.